zusammen. Wir sind Selina und Malu von der TH in Deggendorf und wir studieren angewandte Sportwissenschaften. Im Rahmen der landkreisweiten Aktion 2021 Sportabzeichen wollen wir euch heute dabei unterstützen, euch auf die Sprungdisziplinen vorzubereiten. Ihr könnt dabei aus drei Sprüngen auswählen. Der Hoch- und der Weitsprung gehören zur Koordination und der Standweitsprung zur Kraft. Eine Übersicht über alle weiteren Disziplinen und über die Leistungsanforderungen findet ihr auf der offiziellen Webseite des DOSB. Der Link ist in der Infobox. Sucht euch für euer Training am besten einen Ort, an dem ihr euch nicht verletzen könnt. Achtet dabei besonders auch auf Teppichkanten oder herabhängende Lampen. Außerdem solltet ihr einen rutschfesten Untergrund wählen. Am besten dafür wäre natürlich eine Sportmatte. Andernfalls könnt ihr auch einfach auf eine Wiese rausgehen, wenn ihr insgesamt auch zu wenig Platz bei euch daheim hättet. Ihr könnt euch für die Pausen und bereits auch jetzt schon mal ein Trinken bereitstellen. Um uns nicht zu verletzen, starten wir natürlich am Anfang mit dem Aufwärmen. Dafür joggen wir jetzt erstmal auf der Stelle. Wir können dabei auch einen Arm schon mal mitkreisen. Jetzt den anderen Arm. Und auch noch rückwärts. Und die andere Seite. Jetzt machen wir einen Kniehebelauf. Und ein Anfersen. Okay. Zu guter Letzt machen wir noch eine Übung, die sich Raupe nennt. Bei der gehen wir nach unten zu den Füßen, laufen nach vorne bis in die Liegestützposition und laufen mit den Füßen nach. Bevor wir mit dem eigentlichen Training starten, könnt ihr jetzt noch mal schnell was trinken gehen. Gut vorbereitete Sprunggelenke sind die Grundlage für einen erfolgreichen Sprung, weswegen wir diese jetzt nochmal extra aufwärmen. Ihr stellt euch auf ein Bein und kreist euer Sprunggelenk erstmal in die eine Richtung und dann die Richtung wechseln. Und jetzt zeichnet ihr mit dem Sprunggelenk eine 8. Das gleiche auf der anderen Seite, ihr wechselt das Bein und erstmal kreisen. Richtung wechseln. Und wieder eine 8 zeichnen. Okay. Dann wollen wir auch noch die Beugung von unseren Sprunggelenken mobilisieren. Dafür stellt ihr euch hüftbreit hin und drückt euch auf die Fußballen ab, Fersen vom Boden. Okay. Zu guter Letzt kommt noch die Sprunggelenksstreckung. Dafür bleibt ihr hüftbreit stehen und geht leicht in die Hocke, sodass die Fersen den Boden aber nicht verlassen. Okay, gut. Und dann kommen wir auch schon zur Sprunggelenksstabilisation. Die Ausgangsstellung dafür ist wieder ein hüftbreiter Stand. Ihr geht leicht in die Hocke und achtet bitte darauf, dass die Knie nicht nach innen fallen, sodass die Beine eine gerade Linie bilden. Nun hebt ihr abwechselnd die Fersen von jedem Fuß. Okay, und stehen bleiben. Ausgangsstellung ist wieder leicht gebeugte Hocke. Und jetzt verlagert ihr von einem Fuß auf den anderen das Gewicht und hebt das andere Bein dabei ab.
Und wieder stehen bleiben. Wir bleiben wieder in der Hocke. Und nun versucht ihr, beide Fersen gleichzeitig vom Boden abzuheben. Schaut dabei drauf, dass die Sprunggelenke nicht nach innen knicken. Noch 3, 2, 1. Und die Fußgelenke ein bisschen ausschütteln. So, wer sich bei diesen Übungen jetzt schon sicher gefühlt hat, der kann sich gerne den Untergrund ein bisschen wackeliger gestalten. Dazu könnt ihr euch auf ein zusammengefaltetes Handtuch stellen oder eure Gymnastikmatte doppelt nehmen. Wer sich noch unsicher fühlt, der bleibt einfach auf dem normalen Boden. In der nächsten Übung stellt euch in den Einbeinstand und beginnt mit dem Bein, das in der Luft ist, nach vorne und hinten zu schwingen. Ganz locker. Der Fokus liegt dabei auf dem Bein, auf dem ihr steht. Da solltet ihr schauen, dass das Sprunggelenk möglichst stabil bleibt. Um nun das Ganze zu intensivieren, macht ihr die Schwingbewegung jetzt kleiner, bis kleine Hackbewegungen entstehen. Okay, jetzt auslockern. Okay, als nächstes nehmt ihr das gleiche Bein und schwingt damit seitlich vom Körper weg und wieder zum Körper hin. Erstmal wieder ganz locker. Und dann die Bewegung wieder kleiner und schneller werden lassen, sodass diese Hackbewegung entsteht. Okay, gut. Kurz auslockern, dann wiederholen wir das Ganze auf der anderen Seite. Ihr wechselt das Standbein und beginnt wieder mit Schwingungen nach vorne und hinten. Und wieder kleiner und schneller werden, Hackbewegungen machen. Pause. Bein kurz auslockern und dann wieder mit den Schwingungen zur Seite und zum Körper starten. Erstmal wieder ganz locker. Und die Bewegung wieder kleiner und schneller werden lassen, sodass wieder eine Hackbewegung entsteht. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wichtig für den Erfolg des Sprunges ist natürlich ein explosiver Absprung. Um diesen zu trainieren, kräftigen wir jetzt im nächsten Schritt noch die Oberschenkel, Gesäß und Wadenmuskulatur. Selina zeigt uns jetzt erstmal die Ausgangsstellung für die ersten beiden Übungen. Hier ist die Ausfallschrittposition. Wichtig dabei ist, dass ihr darauf achten solltet, dass das Knie über dem Sprunggelenk ist und nicht weiter als bis über die Zehen hinausragt. Genau, in der ersten Übung solltet ihr außerdem darauf achten, dass ihr euch jetzt explosiv nach hinten oben abstoßt. Die Übung wiederholt ihr dann 5-mal pro Seite. Bei der zweiten Übung bleiben wir in der gleichen Ausgangsstellung, dem Ausfallschritt. Nun springt ihr explosiv vom Boden ab, wechselt die Beine und landet wieder im Ausfallschritt. Die Malu macht das Ganze jetzt 5-mal pro Seite. So, für die dritte Übung haben wir uns eine Alternative zum ganz normalen Kniebeugensprung überlegt. Dafür gehen wir in eine etwas breitere Hüftposition mit den Füßen, gehen in die Kniebeuge, springen explosiv nach oben ab und schließen in der Luft unsere Beine.
Diese Übung wiederholen wir ebenfalls 10-mal. Als abschließende Übung haben wir uns für euch eine kleine Challenge überlegt. Dafür sucht ihr euch einen Partner eurer Wahl oder ein Familienmitglied und ihr schaut, wer von euch mit 10 Sprüngen, und zwar Froschsprüngen mit Armzug, am weitesten kommt. Selina und ich machen es jetzt auch. So, in unserem Fall hat jetzt die Malu gewonnen und ihr dürft noch kurz was trinken. So, damit habt ihr die Kräftigung auch schon geschafft und um unsere Muskeln nach der Belastung noch zu lockern, dehnen wir uns jetzt noch gemeinsam. Wir beginnen mit der Oberschenkelvorderseite. Dazu geht ihr in den Einbeinkniestand. Wem das unterm Knie recht wehtut, kann sich gerne ein Kissen oder ein Handtuch drunter legen. Wichtig ist, dass das Becken gerade bleibt und ihr nicht zur Seite wegrotiert. Und dann schiebt ihr das Becken nach vorne, bis ihr eine Dehnung am Oberschenkel und in der Leiste spürt. Das ist auch eine praktische Übung für alle, die viel sitzen müssen im Alltag, da die Hüftbeugemuskulatur mitgedehnt wird. Und dann das Bein wechseln. Achtet wieder auf das gerade Becken. Und nach vorne schieben. Okay. Wir machen weiter mit der Oberschenkelrückseite. Dafür steht ihr wieder auf. Und dann schaut ihr, dass ihr mit einem geraden Rücken die Fingerspitzen zum Boden bringt, sodass ihr hier hinten eine Dehnung spürt. So, und für unsere letzte Dehnübung sucht ihr euch jetzt zu Hause bitte eine Treppenstufe oder eine Treppe vor der Haustür. Und dann sind okay, ihr steht jetzt an eurer Treppenstufe. Wer sich unsicher fühlt, kann sich gerne festhalten. Ihr stellt euch mit dem Vorfuß auf die Stufe rauf, sodass die Fersen hinten in der Luft sind und lasst euch dann langsam absinken, bis ihr eine Dehnung in den Waden spürt. Vorsicht, bei der Übung kann man schnell einen Krampf bekommen, also geht die ganze Sache lieber vorsichtig an. So, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir wünschen euch noch viel Erfolg beim Sportabzeichen-Training. Alle weiteren Infos und die Stützpunkte, die an der Sportabzeichen-Aktion beteiligt sind, findet ihr online unter sportregiondeckendorf.de. Auch der Link ist in der Infobox. Und im nächsten Video schaltet wieder ein, da geht es um die Koordination. Ciao!